Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Elder Scrolls 3 Morrowind, wo wir in der letzten Episode die dädrische Quest der Azura angenommen haben und hier ein paar Diener des Sheogorath vernichtet haben. Jetzt die große Frage: Wie kommen wir hier am gescheitesten weg mit einer Almsivi-Intervention eventuell? Die bringt uns vielleicht sogar dahin, wo wir auch noch hinwollen. Wenn wir Glück haben, bringt die uns nämlich... Na scheiße, die bringt uns nach Nisis. Schade eigentlich. Ich hätte das jetzt total gut gefunden, wenn wir jetzt im Ghost Gate rausgekommen wären. Ich finde es interessant, dass wir von Gnisis nach Sedanin reisen können, aber nicht nach Balmora, ne? Ich darf Margan nicht immer mit dem anderen da unten verwechseln. Nee, Sedanin ist, glaube ich, schon ganz gut. Wir bieten euch eine besondere Reise an. Ich will nach... Wie heißt denn das? Molagmar. Ich will nach Molagmar. Konnte ich eben eigentlich auch nach Vivek reisen? Das wäre nämlich total schlau gewesen. In diesen Zwischenschritt Sedanin zu überspringen. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, ich Idiot. So, und jetzt pilgern wir zurück zu Azuras Schrein. Irgendwas ist schon... Ja. Oh, da ist noch ein Skelett. So dicht in einer zivilisierten Besiedlung. Da wollen wir natürlich das gegen unternehmen. So, und dann folgen wir hier aber weiter der Küste. Wir kennen ja den ungefähren Weg, ne? Entschuldigung. Oh, wie schnell hier Viehzeug in dieser... Einöde doch respawnt, ne? Schon faszinierend. Ich habe einen unangenehmen Hustenreiz gerade, den ich in meinem Hals verspüre. Ich versuche ihn zu ignorieren. Das ist wahrscheinlich wieder genau die falsche Idee. Der ist echt schnell runtergekommen, muss ich sagen. So, und hier irgendwo muss doch jetzt der Schrein sein, ne? Wo war der denn? Das ganze Kopfzeug hier. Lastend. Da. Schon wieder irgendwas auf uns aufmerksam gemacht. Das, langsam wird es lächerlich. Hm.
Aber es ist anscheinend irgendwas, was nicht so ohne weiteres in der Lage ist, uns zu folgen. Das tut mir ja fast leid. Der Eingang war hier hinten, ne? Wunderbar. Wir haben ja auch alles getan, was sie von uns verlangt hat. Na denn. Sehr gut, sterbliches Wesen. Ihr habt die Reinheit meiner Wette mit Shiogorath bewahrt. Jetzt wird alles wie prophezeit enden und die Einmischungen des Dedra-Prinzen nichtig sein. Nehmt dies und nutzt es weise. So, Asuras Stern. Ich kehrte zum Schein von Asura zurück, um bekannt zu geben, dass ich die Insel von den Dedra befreit und den Beweis erbracht habe, dass Shiogorath hinter den Problemen steckt. Wir haben diesen Ring gefunden, ne? Asura war dankbar und belohnte mich mit ihrem Stern, einem magischen Seelenstein von unermesslicher Macht. Ein magischer Seelenstein. Kann man wahrscheinlich jede beliebige Seele drin auffangen. Was in diesem Teil ja durchaus weniger nützlich ist als in Skyrim zum Beispiel, wo wir ja konstant die magischen Ladungen unserer Artefakte mit Seelensteinen wiederherstellen mussten. Das war eigentlich sehr dumm, ne? Göttlicher Eingriff ist doch viel besser für mich in dieser Situation. Das bringt mich nach Sarid Mora. Und von Sarid Mora aus kann ich jetzt nämlich zur Magiergilde. Zur Magiergilde. Zur Magiergilde? So. Zur Magiergilde und kann mich. In angenehmer Gesellschaft zu sein. Teilt eure Gedanken mit mir. Nach Balmorra teleportieren lassen. Von hier aus können wir ja dann weiterziehen nach Ghostgate. Seid willkommen. Worüber sollen wir sprechen? Um uns weiter um die Aufgaben der kaiserlichen Legion zu kümmern. Ich muss bei Gelegenheit auch nochmal nachschlagen, was sinnvolle Zauber sind, die man sich nochmal so erschaffen kann. Und vor allem auch sinnvolle Verzauberungen für die Gegenstände, die wir so benutzen, um noch ein bisschen stärker zu werden, weil wir sind da noch nicht stark genug. Wobei ich bin ja gerade so nach und nach dabei. Jetzt habe ich euch. Den Schwierigkeitsgrad des Spiels hochzustellen. Wir sind jetzt schon auf plus 30 von möglichen 100. Und wenn wir weiter so problemlos durchkommen, werden wir den noch weiter nach oben schrauben. Und ich weiß halt auch nicht, wie es in den Add-ons dann aussieht, ne? Was war das gerade? Ich mache 3 Kreuze, wenn wir Akrobatik auf 100 haben. Das ist der einzige Grund, warum ich immer noch so wie so ein Volldepp durch die Gegend hüpfe. Das werde ich danach nicht mehr machen. Oder zumindest nicht absichtlich, dass mir das vielleicht ab und zu mal aus Versehen passiert, wenn ich nicht drüber nachdenke. Das kann durchaus vorkommen, aber gezielt werde ich es nicht mehr tun. Ich werde hier bei Ghostgate jetzt auch gleich ein eine Teleportmarkierung setzen. Ich
hier eigentlich spontan irgendwelche Dendra zu sehen? Ja, da hinten ist ein Flammenmatto nach, aber so tief da rein zu rennen, habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Ich kann gut die hier noch wegfletschen. Da kommt schon wieder ein Cliff Racer. Derjenige, der die Viecher erfunden hat, ne, der verdient auch einen Schlag ins Gesicht. Aber ich finde, man merkt schon, dass wir den Schwierigkeitsgrad hochgestellt haben. Also wir one-shotten nicht mehr alles. Und das wird ja dann wahrscheinlich noch ein bisschen deutlicher werden, wenn wir eine andere Waffe benutzen. Ich wollte gerade sagen, da ist noch einer, ne? Ja, das müssen wir schon bald da sein, oder? Ich recht erinnere. Ja, da ist der Ghost Gate schon. Der Ghost Wall. Und da ist Ghost Gate. Hier eine Teleportmarkierung zu setzen, ist ja sowieso schon mal sinnvoll. Weil wir ja für die Hauptquest ja auch immer mal wieder her müssen. So, wie heißt jetzt der Typ, den wir hier suchen? Salin Zaretti. Salin Zaretti. Guten Tag, ich suche Salin Zaretti. Seid gegrüßt, Rio. Der Erzkanoniker hat verkündet, dass Fürst Vivek euch im Krieg gegen Dagoth Ur und das sechste Haus zum Kriegsfürsten des Tempels ernannt hat. Ich bin sehr froh und werde für euch und den Erfolg eurer Mission beten. Nun kann ich euch helfen. Sucht ihr jemand Bestimmten? Benötigt ihr irgendwelche Dienste? Wollt ihr einen bestimmten Ort besuchen? Möchtet ihr etwas, was mein Beruf ist? Oder braucht ihr einen kurzen Ratschlag oder die neuesten Gerüchte? Oder ein kleines Geheimnis? Was denn für ein kleines Geheimnis? Ach, kein interessantes kleines Geheimnis. Ich suche einen bestimmten Ort. Die Geisterpforte besteht aus dem Turm der Abenddämmerung an der Westseite und dem Turm der Morgendämmerung an der Ostseite. Dazwischen steht ein Tempel, unter dem ein Tunnel die Fojada Esanudan hinauf bis zum Roten Berg führt. Die Redoranische Herberge und die Kaserne der Kriegswappenträger sind im Turm der Abenddämmerung. Der Turm der Morgendämmerung beherbergt die Dienste des Tempels und die Kaserne der Ordinatoren. Der Schrein, der das Ziel der Pilgerreise ist, steht westlich der Festung am Wegesrand. Von der Geisterpforte aus gibt es keine Dienste für Reisende. Um nach Balmorra zurückzukehren, folgt der Fojada Mamaka nach Süden, bis ihr unter einer alten dwemerischen Brücke steht. Dann haltet Ausschau nach der Straße, die in nördlicher und westlicher Richtung aus der Schlucht heraus und zur Mondfalterfestung und Balmorra führt. Oder nehmt die Straße in Richtung Südosten, die euch aus der Schlucht heraus und nach Pelagiat, Sedanin und noch weiter in den Süden führt. Okay, und wenn ich jetzt jemand Bestimmten suche? Der Oberkommandeur der Ordinatoren, Ralin Otravel, befindet sich im Turm der Morgendämmerung. Der Großmarschall der Kriegswappenträger, Galdal Umain, der Kommandant der Ordinatoren, Enadralor, und Anis Romoran, Wirt der Redoraner Herberge, halten sich im Turm der Abenddämmerung auf. Rilvase Avani ist der Priester des Tempels. Okay, dann ist der Typ, den wir hier für die Legion suchen müssen, auf jeden Fall schon mal kein wichtiger. Ich suche Salin Zaretti. Ja, ihr findet ihn in der unteren Ebene des Turms der Abenddämmerung. Da ist der Turm, wo wir gerade sind, ne? Hallo? So, aber das hier ist natürlich jetzt schon die obere Ebene. Hier geht's nach unten.
Turm der Abenddämmerung, untere Ebene. Das klingt doch ganz gut. Hallo? Hallo. Möge ich mich eurer Gesellschaft... Seid ihr auf der Suche nach Informationen? Sagt mir, was ihr wollt. Benötigt ihr etwas? Ja, ich suche jemanden. Wir können sprechen. Was wünsche ich sehe, gefällt euch. Da ist er. Mir war fast, als würde ich euch kennen. So, mein Freund. Du bist Salin Saretti? Ja. Wunderbar. Erzähl mir was über die Kraterzitadellen. 5 alte Zitadellen der Dwemer im Krater des Roten Berges werden von Dagoth Ur und seiner Brut von Aschenvampiren besetzt. Ich dachte, das sind 6, also insgesamt 7 Festungen des 6. Hauses und 6 davon innerhalb des Geisterwalds. Oder ist da Dagoth Ur selber mitgezählt? Ich bin verwirrt. Gibt es hier Gerüchte? Nicht wirklich. Okay. Wollen wir uns mal über Anstand unterhalten, mein Freund? Ja. Ich sagte, dass die Legion weder Anstand noch Verstand, Poesie oder Ehre besitzt. Ich werde euch zugestehen, dass ihr Verstand und Poesie besitzt, wenn ihr einen Rätselwettbewerb gewinnen könnt. Oh oh. Gut, von mir aus. Ich werde euch ein Rätsel aufgeben und ihr müsst in Versen antworten. Seid ihr bereit? Okay. Es hat einen Schwanz, eine Seite und ein Haupt. Wie eine Schlange es erscheint. Es ist tot und seines Körpers beraubt. Das muss ein Drache sein, oder? Alles andere macht gerade keinen Sinn. Sehr gut. Nun zum nächsten Rätsel, weil es keine Drachen mehr gibt, natürlich. Sehr gut, nun zum nächsten Rätsel. Dichter kennen die Herzen von Mensch und Meer, doch Tiere können mein Herz nicht kennen. Dieses Buch ist geschrieben von einem Bär. Es ist auf jeden Fall kein Gedichtband. Das ist auch sehr schön. Ihr macht euch besser, als ich erwartet hatte. Doch das nächste Rätsel ist noch schwerer. Ich gab dir einen Schlag, einem Boxhieb gleich, mit Hämmern und Nägeln darum. Beim Aufprall öffnen sich 2 Lider weich. Nun, Naderschlag gewesen sein. Nun, ihr habt mir bewiesen, dass ihr Verstand und Poesie besitzt. Vielleicht hat die Legion doch Anstand. Ja, ich gestehe, ich habe mich geirrt. Ihr habt bewiesen, dass die Legion Anstand besitzt. Und das war tatsächlich... Okay, wovon hing das jetzt ab? Weil die Antworten waren relativ offensichtlich, ne? Brauchte ich jetzt irgendwie, musste ich bestimmte Minimalwerte haben, damit ich die entsprechende richtige Antwort überhaupt in meinen Auswahlmöglichkeiten hatte? Oder wie hat das Ganze jetzt gerade funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, aber... Wir haben jetzt hier die Stelle markiert, jetzt wollen wir nach Ebenherz zurück. Und das bedeutet, wir machen jetzt erstmal eine Almsivi-Intervention. Wäre dämlich, weil hier ist ja ein Schrein. Also machen wir einen göttlichen Eingriff und landen wahrscheinlich wieder in Gnesis, oder? Oder in Altruhn, das kann auch sein. Das ist Altruhn, ne? Das ist Altruhn, ja.
Ich finde das so belastend, dass der Kerl jetzt hier unten steht. Der ist da irgendwann mal runtergefallen und das Spiel hat sich das gemerkt. Das finde ich total lustig. Warum die? So. Zurück nach Ebenherz. Also das ist mal das, was ich jetzt Schlagen im Vorübergehen nennen würde. Oder. Huch. Ein Kaguti. Es kann ja nicht mehr viel stumpfe Waffen fehlen jetzt, oder? Und ich frage mich ja, wie lange wir noch hüpfen müssen, bis wir Akrobatik gelevelt haben. Da fehlen, glaube ich, noch 2 Punkte, ne? Ich meine, wir waren auf 98. Aber Fischer bin ich mir gerade nicht und ich will es gerade auch nicht nachgucken. Ich sag mal, solange meine Akrobatik ausreicht... Oh Gott, nee, wir sind erst auf 97. Das ist ja widerlich. Das heißt, dass wir ja noch eine halbe Ewigkeit wie so ein Äffchen durch die Gegend hüpfen müssen. Unschön. Ihr befindet euch in... Was sagtet ihr? Gar nichts. Das könnte auf lange Sicht ein Problem werden. Da müssen wir noch ein bisschen drauf aufpassen. Hier lang, wa? Ja. Ja. Das sieht gut aus. Was wollen die NPCs alle hier? Das ist ja furchtbar. So. Frei. Wir sind in guter Gesellschaft. Was kann ich für euch tun? Habt ihr unseren Ruf wiederhergestellt, was unseren Anstand betrifft? Ja, ich habe davon gehört. Ihr habt den Rätselwettbewerb gegen Salin Saretti, den besten der Kriegswappenträger, gewonnen. Was würde ich nicht alles geben, um jetzt im Turm der Abenddämmerung zu sein? Da ihr nicht nur ein einfacher Krieger seid, wird euch dieses Buch vielleicht helfen. Danke. Ich lese tatsächlich sehr gerne. Einmal die Woche. Weitere Befehle? Findet den Verräter Hontjolf. Hontjolf war einst Mitglied des Ordens von Ebenherz. Er hat uns den Rücken gekehrt und arbeitet als Wache im Dienste von La Rosea Andretti in Arnabi, einer finsteren Höhle voller Hexenmeister und Dedra-Anhänger weit im Südwesten der Asura-Küste, in der Nähe des Schreins von Asura. Findet den Verräter und tötet ihn. Alter, ist das dein Ernst? Das ist belastend. Das ist belastend. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich im Vorfeld nicht zum Schrein der Asura gegangen. Wie reisen wir denn da jetzt am gescheitesten hin? Im Zweifelsfall wieder über Monarch Ma oder Monarch Baal oder wie hieß das Ding? Scheiße, ich hab's wieder vergessen. Auf jeden Fall irgendwo bei Sadrit Mora halt. Also nicht direkt Sadrit Mora, südlich von Sadrit Mora ist das ja. Aber ich meine, wir können von hier mit dem Schiff dahin. Ja, vielleicht auch nicht. Ja, was kann ich für euch tun? Belastend. So.
der Nähe des Schreins von Asura. Das heißt, wir müssen wieder da hinten hin. Unsere Stiefel. Sind die wieder voll aufgeladen? Ja. Das heißt, ich kann die jetzt nutzen, um da einfach relativ chillig hinzufliegen jetzt. Und es mir zu ersparen, da jetzt nochmal durchs Wasser zu reisen oder irgendwas. Das ist die Sabel-Ahnengruft. Ordin hier rein. Das da könnte es zum Beispiel sein. Nein, das ist Ordin hier rein. Gut, aber bleiben wir doch mal hier am im Südwesten. Können hier einfach mal lang fliegen. Und gucken, was wir hier so aufspüren. Guck mal, da ist zum Beispiel was. Da ist einer. Wunderbar, genau hier sollten wir ja auch hin. So, jetzt kann ich natürlich gerade nicht schleichen, weil ich schwebe. Umarmt euren Untergang. Ich hätte jetzt nicht zwangsläufig gegen dich gekämpft, meine Liebe. Du wolltest das so. Noch so ein Magier. Ich werde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass alle Gegner hier. Ihr solltet jetzt lieber wegrennen. Uns feindlich gesonnen sind. Also ja, natürlich sind alle Gegner hier uns feindlich gesonnen. Das war eine ziemlich dämliche Aussage. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich eigentlich aussagen wollte. Ein Spiel beim Bankett. Wir haben ein paar Truhen. Die sollten wir vielleicht mal etwas näher begutachten. Man weiß ja schließlich nie, wo man vielleicht irgendwelche Webspinner-Artefakte oder sowas findet. Damit. Halt, warte mal, in der Truhe ist. Das ist natürlich mies. Oh, das ist mies. Das finde ich richtig mies gerade. Ah, da ist ja noch eins. Aber auch da im Prinzip nichts drin. Na gut. Eigentlich nicht wirklich irgendwelche spannenden Geschichten hier. Das da, das ist ja bestimmt. Jo. Flomps und tot war er.
Es ist schon fies. Es ist schon echt fies. Schlüssel nehme ich mal mit. Man weiß ja nie, wofür man diese Schlüssel gebrauchen kann. Geistlicher Schild, Stahl, Claymore. Das ist jetzt nicht weiter interessant. Das Buch nehme ich einfach mal mit. Das kann man bei Gelegenheit vielleicht auch nochmal lesen. Und dann sind wir hier drin schon wieder fertig, oder? So, wo landen wir denn, wenn ich von hier aus einen göttlichen Eingriff mache? Wahrscheinlich wieder in Sadlik Mora, oder? Ja. Natürlich landen wir in Sadlik Mora. Aber da sind wir ja schnell wieder. Ich würde gerne mit euch reden. Es wäre mir. In Ebenherz zurück. Huch, hier bin ich falsch. Ich grüße euch. Es ist. Hui. West gehen wir noch schnell ab und holen uns die nächste. Und dann soll das dann auch für heute reichen. Ich muss sagen, wir kommen insgesamt, glaube ich, um einiges schneller voran, als ich gedacht hätte. Nicht mal 200 Folgen und wir sind schon bald tatsächlich durch hier mit dem Hauptspiel. Also bei Skyrim haben wir länger gebraucht. Bei Skyrim wusste ich allerdings auch nicht so wirklich, was ich tue. Wie wunderbar. Ich heiße euch willkommen. Und ganz so schnell kaputt spielen wie Morrowind lässt sich Skyrim dann doch nicht, obwohl es ja auch in Skyrim auch relativ einfach ist. Hi. Ihr habt mich als eure Gesellschaft gewählt. Ihr ehrt mich. Die Kunde von euren Taten hat sich schnell verbreitet. Ihr seid bereit für eine Beförderung. Ich habe Hondjolf gefunden. Hondjolf ist also tot. Es ist immer traurig, wenn jemand die Legion verrät, aber wir können es nicht zulassen, dass solche Verräter weiterleben. Ein Ordinator verbreitet Lügen über den Orden von Ebenherz, hindert Surin Atones daran, weiterhin üble Nachrede zu betreiben. Die Verleumdungen werden von Surin Atones verbreitet, einem Ordinator in den Gesetzeshallen in Vivek. Findet ihn und bringt seine lügende Zunge mit Blut zum Schweigen. Gut, machen wir aber in Ruhe. In der nächsten Folge von Morrowind. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.